Was war das Format? Tier 1. Wann geht's los? Geht schon los. Servus Leute, heute schauen wir uns das Spiel an, was gestern, war das gestern, Tati? Das war, das haben wir gestern gespielt, ja. Genau, Format Tier 1 bei der YouTube-Liga. Was ist da unser Stand gerade? Ich weiß es nicht. Wir haben, glaube ich, jetzt 4 oder 5 Mal verloren, oder? Hong, was ist unser Stand bei der Liga? Interessiert mich nicht. Okay, Hong interessiert sich nicht dafür. Kommen wir zu dem Match. Chong hat Cosmo gespielt und schauen wir mal, was der Gegner gespielt hat. Okay, also Deathbro, Cosmo Viking. Deathbro, ich brauche echt nichts mehr sagen. Ihr kennt meine Meinung dazu. Okay, das ist jetzt schnell, Mann. Hoffentlich kein Timeout. Okay. Chong aktiviert Terraforming, holt sich Viking Island. Schauen wir mal, ob er Combo geben kann. Slip Rider. Er hat nicht die gute Combo. Ja, er hat keinen Destroyer. Oh mein Gott, Max T. Max T. Okay, da muss Chong wieder, bricht Chong ab, weil sonst macht der Gegner mehr Plus. Aber immer noch, sag ich mal, kann er Tinkchen machen. Okay, jetzt schauen wir mal, was der Gegner spielt. Wir wissen es ja. Mermail. Okay. Megalo-Effekt. Infantry in Friedhof. Megalo auch eine ganz heftig. Man sucht sich da diese Dinge, oder? Man kann sich ja die alles Fallenkarte. Oder die Zauberkarte, das er negiert, ja. Was hat er noch abgeworfen? Weiß ich nicht. Vielleicht Dragoons oder so. Okay, er holt sich die Spell. Schießt Viking Island, alles geht, oder? Er sieht sehr nach OTK aus. Okay. Chong ist tot, Mann. Chong ist tot. Megalo kann jetzt zweimal angreifen. Chong leidet mit dem Deck, habe ich nicht gerechnet, Mann. Heute war das aus, Chong. Okay, Mann. Megalo hat 3-2, kann zweimal angreifen und gibt ihn noch instant tot, Mann. Tot. Tot, Chong. Okay, Mann. Das sind 6-4, das sind genau, ja, mehr als, bisschen mehr, über 8000, weil Dweller noch Dings im Plus bekommt. Ja, das war's. Tschüss, Chong. Megalo kriegt auch 500. Ja, Mann, das war's, Mann. Tot. Tot. Okay. Okay, zweites Spiel. Was, Chong hat wahrscheinlich irgendwie, was will er, Born gegen, wahrscheinlich eher nichts, oder? Keine Ahnung, Max T, was kann man Max T? Max T, Wailer eventuell, ich weiß es nicht. Mhm. Kann man alles bohren. Also Handtraps, aber sonst. Ansonsten ist echt nichts gut gegen Mermel. Schauen wir mal. Chong lässt den Gegner. Genau, damit er keinen OTK kassiert, hat vielleicht dann Handtraps gebordet. Aber man sieht. Man sieht, der Gegner startet mit 6 Handkarten, sehr dubios, Mann. Was ist da los mit Deathbro? Ja, Mann. Gegner hat 6 Handkarten, Mann. Ja, jetzt diskutieren die beiden, wie ist das möglich und so. Gegner schaut und hat in den Einstellungen wahrscheinlich einen Fehler gemacht. Ich sag doch Deathbro. Man kann ja. Ihm ist nicht aufgefallen, er beschwört erstmal das Monster, Alter. Ja. Um es durchzubringen. Ganz dubiose Geschichte. Okay, und jetzt halt, ja. Schon glidet. Ja, angeblich hat er saftige Hand. Für 3-mal Destroyer und 2-mal Cosmojo oder sowas. Okay, die fangen halt dann wieder von vorne an. Ist ja klar. Die letzten Matches bei Deathbro sind echt dubios, Mann, bei uns. Eher wohl nur bei dir. Wieso? Bei ihm doch auch, Mann. Wie kann es sein, dass der Gegner 6 Handkarten hat? Okay. Okay, beide haben 5 Handkarten. Genau, zweites Game. Gegner fängt an, also Chong lässt ihn anfangen. Ist bei Mermel immer besser, außer er hat den Loop mit dem. Wie heißt der? Mit Mullinglas, oder? In dem man 2 Karten abschmeißen kann. Aber alle abwerfen kann. Okay, meine verdeckt, Mann. Tot, Mann. Ja, doch, du hast da den Loop vielleicht. Ja, das ist so. Das ist nicht meine Schuld, aber wenn ich hier sitze, muss ich das machen. Schauen wir mal, was Chong so machen kann. Eis. Naja, wenn du
Macht ein paar Cosmo-Faxen, holt Strawman, holt wieder Destroyer. Der Gegner hat wohl eine richtig schlechte Hand. Ja. Ein Set, jetzt Endphase, Strawman-Effekt, holt wahrscheinlich Lady, weil er Tinken schon hat. Ja. Tinken-Effekt noch. Natürlich ist er tot. Ich weiß nicht, was er sich auf die Hand geholt hat. Kein Wertpass. Sogar GQ. Gegner überlegt. Haben die Timeout ausgeschaltet? Nein, das kommt nur bei dir nicht, Nico. Ihr könnt doch das ausmachen, gell? Ist doch schon klar. Muss mir mal sagen, wie man das Timeout ausschaltet, Badisch. Musst du mal in den Einstellungen gucken. Du machst sofort heute ausmachen. Hast du auf Englisch oder auf Deutsch? Da steht. Auf Englisch. Settings. Achte auf Time, Bro, Mann. Chong weiß Bescheid, Mann. Okay, das ist gar keine Time-Anzeige. Das sag ich ja. Wo ist die Time-Anzeige? Er macht Gamaziel einfach auf Tinken, zwei Set und fertig. Chong ist wieder dran. Ja, also ich glaube, da brauchen wir nichts mehr sagen. Das wird... Ja. Außer er kassiert jetzt irgendwie so eine Drowning Mirror Force oder so, Mann. Die Gefahr könnte sein, aber er greift halt einfach jetzt an. Um das vielleicht rauszulocken. Könnte er dann immer noch dann auf Destroyer gehen. Gegner, ja. Gegner hat vielleicht diese Zauberkarten tot auf der Hand für die Dings. Vielleicht irgendwie, keine Ahnung. Okay, er muss echt schlechte Hand haben, Mann. Ja, Mann. Ja, das war's. Gegner noch 100 live, holt es noch. Ist auch Swordtrooper tot. Okay, Game 2 gegen Chong. Wahrscheinlich schlechte Hand vom Gegner. Die zwei Decks, die gleich mal gut TK machen, Mann. Ist echt so. Was glaubst du, wird der Gegner anfangen oder lässt der Chong anfangen? Nein, Memel lässt immer Gegner anfangen. Damit sie dann ihre Combo raushauen und dann OTK geben können. Okay, jetzt schauen wir mal, was jetzt passiert. Chong fängt an. Oi, da hat er keine Flexbälle. Drei Set. Drei Set, was ist das? Okay. Und Tinken, Endphase. Also wahrscheinlich Call, Oase, Cosmojo. Ja, nicht unbedingt, Mann. Und da sieht man wieder einen Death Pro Fehler oder keine Ahnung was für ein Fehler. Ja? Oh mein Gott, Tinken Banish. Ja. So, das war das. Das war das, ja. Und es war echt geil. Jetzt labert die so ein bisschen. Es gibt ja noch Twin Twister. Ihr seht gleich mal, was Chong hatte. Ends heftig. Er hätte, wenn er den Effekt von Tinker gemacht hätte, echt. Eine Karte mehr. Also, ja, safe. Ja, auch nicht nur das, weil er hatte eine Oase. Dann hätte er das, was im Grave gewesen wäre, noch unchainen können, mega Ding. Aber was da der Gegner macht, weiß ich halt auch nicht. Ja. Diva Effekt. Surface. Ja. Und jetzt kommt halt Ding. Jetzt macht er auf 7 Synchro, auf den Clearwing Synchro Dragon. Aber Chong hatte noch eine verdeckt, wahrscheinlich. Wenn wir gleich sehen, genau. Das Mojo. Okay, jetzt Top-Deck-Duell. Zieht bestimmt Dings mal Taun. Ja, was besser ist. Teleport. Oder Farmgirl, Mann. Farmgirl, oh mein Gott, Mann. Also okay. Er hat so voll locker, er hat getoppt. Okay, dann. Mann, ja echt, ja, Mann. Er hat echt getoppt, Dick, Mann. Jetzt warte mal ab. Okay, Mann. Das war schon letztendlich. Alter, Mann. Die Farmgirl spielt er? Nein, okay, ey. Echt unverdient, Mann. Okay, nach dem Fehler mit Tinker war das schon verdient, Mann, eigentlich. Weil eigentlich hätte er mit Tinker schon echt Effekt machen können und alles. Farmgirl war aber zu krass, Mann. Ja, Farmgirl war echt krass. Was? 5%? Ja, echt, Mann. Er hätte nichts Besseres ziehen können. Also, einziger Out Farmgirl und ein Teleport eigentlich, oder? Teleport oder Ding würde halt auch. Cosmoton wäre auch nicht schlecht gewesen, aber Farmgirl war schon das Beste, Mann. Farmgirl echt war das Beste, Mann. Aber es hat da. Ich hatte bloß eine Karte plus zwei gemacht. Gegner hat bestimmt entgelitten. Aber Gegner topdeckt halt auch. Oder weil er da auf der Hand gab, wissen wir nicht. Holt sich halt wieder Diva zurück.
macht Diva Effekt, holt sie natürlich Prince. Und das ist halt das, was Mermel ausmacht. Das ist schon echt kräftig. Ne? Einfach plus 2. Mit Dragoonstar? Ja. Echt heftig, Mann. Eigentlich Memel schon echt heftig, das Ding. Es voll zu wenige Kombos. Das ist gar nicht so, hey, du musst da, dies, das. Oder? Kann er Chong jetzt töten? Nein. Er hat ja noch ein Ding geholt, ein Schiff. Ich weiß aber nicht welches, glaube ich. Ich glaube Forerunner. Ich glaube. Ein Hin und Her. Okay, richtig geil. Chongs Eier geschlackert haben. Ja, Mann. Oh mein Gott, jetzt nimmt er ihm noch Handkarte. Jetzt holt er ein Muniglas, macht natürlich Effekt. Ja, war der Forerunner? Der Opfer-Ding. Megalo opfert, jetzt kann er zweimal angreifen. Megalo 3-2. Ja. Topdeck Chong jetzt schon wieder mal. Nein. Gegner macht den entscheidenden Fehler jetzt hier. Und zwar war der Fehler vom Gegner, dass der Slipride angegriffen hat. Er hätte Slipride nicht angreifen sollen. Ja. Dadurch holt er jetzt Strawman. Na gut, aber. Aber andererseits. Da müsste er selber reindrücken. Ja. Jetzt macht er noch den Effekt von dem einen, den kenne ich gar nicht. Kennst du den? Nee. Er entfernt ihn, es kann er irgendwie die Stufe erhöhen. Und es geht auf Ding, auf 8, auf Hope. Ja, das ist gegen Cosmo. Ja, ich weiß nicht. Ja. Ist ja egal, er holt jetzt halt Ding. Er hat das Destroyer entfernt. Strawman. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der Gegner hätte eigentlich schon, glaube ich, gewinnen können, wenn er ein bisschen. Das ist, ja. Das wäre auch egal gewesen. Weil ich so negate Strawman. Ja, aber er hatte eine gute. Er hat eine gute Ding dazu. Eine gute. Werden wir gleich sehen, was er hat. Bist du von Cosmo Deck von Chong überzeugt, Tati? Ja, das ist halt Fire King. Aber wie man gesehen hat er ja nicht mal Fire King Combo gehabt. Wirklich nur einmal. Und das war's. Und da sieht man, er hat Terraforming nachgezogen, dadurch halt Cosmo Zorn. Das wäre egal, ob Feldrand oder nicht. Ja. Das hat halt wieder gutes Feld. Mit Lady. Er hat Destroyer sich geholt durch mit Town. Also, Gegner haben noch 2 Handkarten. Da kann ich so machen. Ja, nächste Runde, glaube ich, war es das, oder? Das war's so. Der entscheidende Fehler war, er hat Slipride angegriffen. Wenn er das nicht gemacht hätte. Ja gut, aber das heißt auch nicht, dass er dann gewonnen hätte, glaube ich, weil er hätte auch reinlaufen können und dann immer noch Strawman oder irgendwie Faxen. Also, er hat einen Zug länger überlegt. Ja, einen Zug länger, genau. Er hätte aber sein Hope. Er hätte trotzdem Feldgenau machen. Wenn dieses Strawman zu beginnen, das Feld kleiner ist. Aber dann hätte er ja schon anders was gespielt. Was hat denn der Achter so gemacht, nicht? Er hätte ja schon anders gespielt. Ja, das war's jetzt. Ja, das war's auch. DevPro-Fehler. Das war ja schon ein Fehler. Genau, also, was soll man sagen? Zwei Decks, die auf OTK spielen, haben gegeneinander gespielt. War ein bisschen dann, wer besser nachgezogen hat. Chong hat Farmgirl gezogen. Ich glaube, das hat, sag ich mal, hat das Match wirklich gewendet. Also, das war wirklich heftig. Gegner hätte vielleicht bessere Möglichkeiten gehabt. Hatte jetzt auch nicht dann so schlechte Karten. War interessantes Duell. Sehr kurzes Duell, oder? Ging ein paar Runden nur. Und ja, wie viele Runden gibt es noch bei der Liga? Wissen wir nicht. Schauen wir mal. Und genau. Also, wir freuen uns aufs nächste Match. Echt? Wieso nicht? Da darfst du spielen. Ach so, sowas. Okay. Oh mein Gott, bestimmt nicht, Mann. Ich spiele mit so Videodings, Mann. Bei Facebook Video oder so, Mann. Mit Karten. Nee, okay, also das war's und vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Serious Business. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Like das Video, wenn es geil war. Für jeden Kommentar sind wir dankbar. Und wenn ihr es wollt, könnt ihr es auch teilen. Das wäre echt gut, super von euch. Checkt unsere anderen Sponsoren ab. Jeder hat seine speziellen Bereiche. Zum Beispiel einer hat Kartenbereiche und der andere hat einen anderen Bereich. Schaut täglich auf unsere Facebook-Seite. Dort findet ihr täglich neue News, zum Beispiel vielleicht von Terminen von neuen Turnieren oder von neuen Projekten, die wir anstarten. Ansonsten bis dann. Vergiss nicht immer, Yu-Gi-Oh! Serious Business.